Zwei Frauen, eine große Liebe. Der Film Aimée und Jaguar hat dem amorösen Drama zweier Berlinerinnen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein Millionenpublikum beschert. Im wahren Leben hießen Aimée und Jaguar Lilli Wust und Felice Schragenheim. Die Arierin Lilli verliebt sich 1942 in die Jüdin Felice. Es ist eine Amour-Fou unter denkbar schwierigsten Umständen. Die Schriftstellerin Erika Fischer ruft diese Geschichte in Erinnerung. Das diesjährige schullesbische Filmfestival Pink Apple setzt zum Gedenken an das Kriegsende vor 70 Jahren einen Schwerpunkt zum Thema homosexuellen Verfolgung in der Nazizeit. Aimée und Jaguar basiert auf den Erinnerungen von Lilli Wust, die knapp 80-jährig Erika Fischer ihre Geschichte erzählte. Lilli Wust hat sich sehr glatt dargestellt. Also sie hat sich beschrieben als eine, die immer schon gegen die Nazis war, die immer schon Juden geliebt hat und die als durch die Begegnung mit der Felice Schragenheim entdeckt hat, dass sie Frauen liebt. Was sie nicht gesagt hat, war, dass sie durchaus auch eine angepasste Nazi-Mitläuferin war, dass ihr Mann ein überzeugter Nazi war und sie fand da nichts Besonderes daran. Sie war ja verheiratet und hatte 4 Kinder. Und das war aber alles nichts. Das wurde ihr dann völlig klar. Felice war die große Liebe ihres Lebens. Diese Liebe belegen zahlreiche Fotos und Briefe. Geschrieben und aufgenommen in einer Zeit, in der gleichgeschlechtliche Sexualität verboten und als krankhaft angesehen wurde. Allerdings wurden lesbische Beziehungen weit eher geduldet als schwule. Dass Lesben in der damaligen Zeit nicht direkt verfolgt wurden. Also der berühmte Paragraf 175 galt nur für männliche Homosexuelle. Die kamen ins Konzentrationslager. Frauen kamen auch ins Konzentrationslager, aber als Asoziale oder als Kommunistinnen. Oft waren sie ja alles, waren Jüdinnen, sie waren Kommunistinnen und dann waren sie halt noch lesbisch dazu. Aber das ist wichtig zu wissen, dass es in der damaligen Zeit wahrscheinlich auch als Missachtung der weiblichen Sexualität keinen spezifischen Verfolgungsparagraphen für Lesben gab. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Das war für homosexuelle Männer nicht selten gleichlautend einem Todesurteil. Denn viele überlebten die jahrelangen Aufenthalte in den deutschen Konzentrationslagern nicht. In der Schweiz wehte schon damals ein anderer Wind. Homosexuelle Beziehungen waren hier toleriert, mindestens auf rechtlicher Ebene. Die Schweiz ist das einzige deutschsprachige Land, in dem homosexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen straffrei werden in diesem Zeitraum durch die Bundesstrafrechtsreform. Vorher waren kantonale Strafrechte, da war es so ganz unterschiedlich unter verschiedene Verfolgung und Präventionsverfolgung gestellt. Und 1942 kam dann das Strafrecht, das eidgenössische Strafrecht. Oder vereinfacht. Vor dem Gesetz durften also auch Männer Männer lieben, ab dem Alter von 20 Jahren. Doch die Gesellschaft zeigte sich weniger tolerant. Erasmus Walser hat in den 1990er Jahren rund 80 Gespräche mit Schwulen geführt, die die Szene zwischen 1935 und 1960 aktiv miterlebt haben. Man kannte sich vom Wegsehen. Also kann nicht von einer gesellschaftlichen Toleranz die Rede sein, sondern es war immer der Kampf, die Unbeflecktheit und die Anständigkeit zu behaupten und ja keinen Anlass zu geben, sich mit falschen Leuten zu zeigen und mit falschen Leuten einzulassen. Die Polizei hat auch überwacht und zum Teil auch verhindern wollen, dass Tanzanlässe in Lokalen durchgeführt wurden. In den NS-Konzentrationslagern wurden Homosexuelle mit dem Rosa Winkel gebrandmarkt.
In der Schweiz legte die Polizei Rosalisten an, in denen sie die Namen mutmaßlich Homosexueller aufführte. Jene Akten, die nicht vernichtet wurden, lagern immer noch in den Schweizer Archiven, unter Verschluss. Es gibt keine gesicherten Zahlen darüber, wie viele Schwule in den Nazi-Lagern ums Leben gekommen sind. Schätzungen gehen von etwa 4.000 bis 8.000 aus. Ihr Schicksal greift das Pink Apple Festival mit mehreren Filmen auf. Unter anderem mit Klänge des Verschweigens von Klaus Danjek, indem er die totgeschwiegene Leidensgeschichte seines homosexuellen Onkels im KZ Mauthausen erzählt. Auch der Film Paragraph 175 legt den Fokus auf die Verfolgung von Homosexuellen. Nach einer Woche in Zürich ist das Pink Apple Filmfestival nach Frauenfeld weitergezogen und zeigt dort bis Sonntag ausgewählte Filme noch einmal.